Diese Kultur, diese Xenos-Kultur wirkt absolut fremdartig auf euch. Habt ihr noch nie gesehen, gibt es im gesamten Imperium eures Wissens nicht. Ich schlage vor, ich behalte Ohren, Augen und alle Sinne offen. Wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Hatte irgendjemand von uns einen Scanner dabei? Jemand hatte einen. War das ich? Ja, dann suche ich mal in meinen Ausrüstungstaschen und krame den Auspecs hervor. Ja, wenn du deinen Auspecs aktivierst, einmal durchblickst, dir fallen keine lebenden Glyphen oder Signale auf. Hier lebt gar nichts. Die Stadt ist tot. Brüder, ich empfange keine Lebenszeichen. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Gut. Durchkämmen wir die Anlage. Finden wir heraus, was noch lebt und bringen es um. Für den Imperator. Und dann fächern wir uns ein wenig aus und vorwärts. Octavius in der Mitte nehme ich an, weil er ja den Scanner hat. Okay. Ja, so könnt ihr euch vorbei an den merkwürdigen pyramidenartigen Stelen tasten. Irgendwelche Pyramiden, die keine Eingänge oder Fenster haben. Ihr wisst nicht genau, ob man die überhaupt betreten soll. Teilweise gibt es Schlote, aber auch da dringt kein Rauch oder kein Licht heraus. Und wenn ihr euch dann entlang tastet, dann könnt ihr wohl sehen, wie ein Eingang, der erste Eingang, den ihr seht, aufgeschoben ist. Es ist ein gewaltiger, eine monolithische Tür, würdet ihr meinen, die wohl aufgedrückt worden ist mit aller Gewalt. Und davor könnt ihr Überreste erkennen von einem großen Konstrukt, was dort am Boden eines Eingangs liegt. Ein mechanisches Wesen? Vielleicht ein Servitor. Wenn wir da näher rankommen, schüttle ich den Kopf. Nein. Wer weiß, was das war. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, haben die, die hier gewohnt oder auch im Wasser gelebt, Servitoren in dieser Art gehabt. Ja, wenn ihr herankommt, könnt ihr sehen, dass das Ding gewaltig ist. Es hat wohl mehrere Glieder, mehrere Gliedmaßen. Es sieht so ein bisschen spinnenartig aus oder es sieht aus wie eine Art Käfer. Vielleicht wie diese ägyptischen Käfer, die vor langer Zeit mal auf Terra gelebt haben. Jedes einzelne Gliedmaß ist so lang wie ihr selbst. Und es verfügt wohl über weitere Waffenarme, würdet ihr meinen. Es ist von Bolterschüssen zerfetzt worden, das könnt ihr auch erkennen, eindeutig Bolterschüsse. Und wenn ihr dann weiter herantretet, könnt ihr auch viele tote Humanoide hier erkennen, die diese Nekropole, diese Gruft nicht weiter beleben, aber für eine schreckliche Dissonanz sorgen. Eben war alles leer und jetzt zeugen die toten Körper von Menschen von einer Schlacht, die gar nicht so lange her zu sein scheint. Sie liegen aber auch eben so zerstört, zerspritzt, viel mehr verraucht, als würden ihre Gliedmaßen oder aber ihre Oberkörper in Asche verwandelt worden sein. Das muss so eine Art Plasma sein, mit der da geschossen wurde, also sehr hochwertig. Die Leichen, sind die schon irgendwie verwest oder ist das alles noch relativ frisch? Verwest sind sie nicht. Wenn du dich abkniest, kannst du... Also warm sind sie wohl nicht mehr. Sie sind aber auch noch nicht in Totenstarre. Das ist so ein Phänomen, das hat dir vielleicht mal ein Apothekarius erklärt. Nach grob einem Tag würde sich die Leichenstarre wieder auflösen. Nach ein paar Stunden beginnt die irgendwie. Aber in der Zeit könnte man dann solche Leichen auch nicht mehr bewegen. Es gibt ein paar Hämatome, so ein paar Leichenflecken, die sich ausgebildet haben. Viele sind es aber nicht, weil das Blut einfach fehlt. Sie wurden entweder zerschnitten von diesen gewaltigen Gliedmaßen, liegen verkrümmt oder so, mit abgeschnittenen Armen und Beinen, oder wie gesagt, sind zerkocht worden, sodass dann nur noch die Asche am Boden liegt, verkrümelt. Wie sieht deren Equipment aus? Sehen die aus wie normale Leute oder waren die auf Krawall beladen? Also es ist kein PvS-Standard, es ist nicht so hochwertig. Aber sie waren bewaffnet. Sie waren bewaffnet. Das ist ausgemustertes Laser-Equipment. Kann man da noch irgendwie eine Rüstung oder irgendwas bei den anderen erkennen? Bei den menschlichen Wesen? Also wenn, dann war das schlechtes Armorplast. Aber auch nichts in die Richtung, wie die Kultisten sowas waren, ja? Doch, eigentlich schon. Okay.
dann waren das wahrscheinlich die Xenos. Das waren die Xenos-Kultisten, die diese Todlosen angebetet haben, jetzt wo man sie gefunden hat. Also in eurem eigenen U-Boot hattet ihr auch eine ganze Menge von denen, die hattet ihr dann ja umgebracht. Hat man irgendwelche Anzeichen hier, dass man erkennen könnte, wer diese Schlacht gewonnen hat? Wir sehen keine Leichen der Gegenseite. Ja, das außer ist das Große, ne? Dieses einzige große Konstrukt, das liegt hier offensichtlich tot oder zerstört, dem Lebensfunken beraubt. Und ihr seht halt Bolter-Einschüsse. Wenn ihr euch mal umguckt, ihr findet nur Lasergewehre, keine einzige Bolt-Munition. Dann sind die Astartes vielleicht siegreich vorgegangen und sind hier unten noch irgendwo. Nun, außer dies, sind die Astartes, die wir verfolgt haben. Dies schien ja ein Trittsvektor zu sein. Folgen wir ihnen. Ja, der offensichtliche Weg ist hinein durch das, nennen wir es Tor. Der einzig benutzbare Eingang. Ist auch sicherlich mehrere Meter breit. Wie gesagt, alles eine gewaltige Pyramidenkomplex, in den ihr dann eintaucht, wo ihr euch winzig fühlt. Und wenn ihr dann den Gang entlang schreitet, sicherlich für eine Minute, öffnet er sich zu einer gewaltigen ersten Kaverne, der wohl auch wieder pyramidenartig angelegt ist, sowohl im Grundriss als auch in der Höhe, die sich dann schneiden. Und dort könnt ihr viele weitere, sowohl tote Menschen als auch Käfer finden. Die sind allerdings winzig klein, ungefähr etwas größer als eure Hand, würdet ihr meinen. Aber es sind viele, unglaublich viele, wie ein Schwarm. Und da könnt ihr dann tatsächlich jetzt auch nicht nur erste tote Menschen erkennen, sondern auch tote Space Marines. Jetzt bräuchten wir unseren Apothekarius, verdammt nochmal. Ja, wir sollten uns die Astartes etwas näher ansehen. Nicht, dass das einer von denen ist, die auf dem U-Boot waren. Gute Idee, Bruder. Ich decke deine Untersuchung. Einverstanden. Dann werde ich mich mal darum schauen gehen. Ich sehe mir die Jungs auch mal an. Ich habe hier die Hands-on-Erfahrung mit unseren, ich hätte fast Verfolgern gesagt, Verfolgten, so. Ja, auf den ersten Blick sind das Dark Angel. Auf den zweiten Blick könnt ihr wohl aber auch erkennen, dass sie wohl, jetzt gerade wo die Rüstung dann auch zerstört und beschädigt sind, dass die Rüstung archaischer ist, also älter als das, was normalerweise im 41. Jahrtausend existiert. Und sie sind leicht mutiert. Also es sind winzige Spuren, die ihr dann in Gesichtern erkennen könnt, vor allem um diese Stirnbolzen herum, die dann eingesetzt werden für die Jahre. Das waren wohl nur auf den ersten Blick Dark Angel. Aber sehen die so aus wie unser Eiffeler Junior? Ja. Okay. Also sie wirken wohl auch merkwürdig gleich, so als würden sie durch plastische Chirurgie, durch irgendwelche Apothekarii, die Sehnen wurden gekürzt, die Haut wurde gestrafft, sie sehen sich alle unglaublich ähnlich. Sie verfügen auch über keine Haare, das heißt, sie sind ja haarlos. Und sie sind sehr klein sowohl für Dark Angels als aber auch für Astartes. Sie sind sehr klein. Also grob 2 Meter, vielleicht 2,05 Meter. Der gehört genauso zu den anderen. Dieser hier auch. Abscheulich. Aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass jetzt ein Bruder gefallen ist. In der Tat. Falls allerdings, du nichts findest, tritt drauf, Bruder. Allerdings scheint die Xenos-Rasse, die diesen Komplex bewohnt, erbitterten Widerstand geleistet zu haben. Seien wir auf der Hut. Es ist merkwürdig, diese Käfer da draußen, diese Maschine. Ich habe so langsam das Gefühl, dass dies die Rasse ist, die hier wohnt. Oder sie haben eine große Vorliebe für Käfer. Wir können sie nicht unbehelligt hier unten lassen. Wir sollten also weiter einen Weg hineinsuchen. Gute Idee. Lasst uns weitergehen. Nicht, dass sie uns finden. Ja, wenn ihr euch weiter durch den Raum vortastet dann abseits von diesem Kampfplatz sucht, werdet ihr auch innerhalb dieser großen ersten Pyramiden am Eingang Stellplätze erkennen. Vielleicht für, ja, das
Also die sind auf alle Fälle magnetisch, diese Stellplätze, die sind ungefähr 1 Meter im Durchmesser, würdet ihr meinen. Vielleicht ein bisschen kleiner. Und ein Stellplatz neben dem anderen, die sind alle leer und in den Wänden könnt ihr zusätzlich so etwas wie Särge erkennen. Die sind aber auch alle leer. Es wirkt so, als würde hier Platz freigehalten werden. Viel Platz. Haben wir noch weitere gefallene Maschinen gesehen? Weitere gefallene Maschinen? Nein. Also alles, was ihr gesehen habt, sind diese komischen Skarabäen in verschiedener Größe. Also entweder so groß wie eure Hand oder aber so groß wie zwei Terminatoren. Genau die meine ich, ja. Weitere Terminatoren nicht, nein. Also nur den einen ganz am Eingang. Genau, nur den einen ganz am Eingang. Und diese Stellplätze wären schon etwa passend, dass so ein Ding da reinpassen würde. Nee, die Stellplätze sind eher für Größe Mensch oder Astartes ausgelegt. Verstehe. Und wenn ihr mal durchzählt, eure ersten Schätzungen in der ersten Pyramide, mehr als 10.000, vielleicht ist hier Platz für 100.000. Und auf der anderen Seite des langen Ganges, wie gesagt, dann auch noch die zweite Pyramide, die sich dann ähnlich komplex anschließt mit diesen metallenen Stellplätzen für vielleicht weitere 100.000 Einheiten. Aber soweit wir sehen können, alle leer. Alles leer. Eine Nekropole, eine Gruft. Aber Tote wurden hier nie beerdigt, genau. Außer natürlich unseren Vorgängern, denen es gerecht widerfahren ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist leer, weil hier nie jemand da war, oder es ist leer, weil die um die Ecke warten. Ich denke oder nicht, dass um die nächste Ecke einwohnen. Ich denke nicht, dass um die nächste Ecke 100.000 Xenos-Konstrukte auf uns warten. Ja, das war eine Metapher. Finden wir heraus, was hier vor sich geht. Irgendwo muss es ein Zentrum geben, einen Kern. Haben wir genug Sprengstoff dabei, dass wir nicht alles gleich in die Luft sprengen können? Hoffen wir es. Ich habe 3 Sprenggranaten dabei, nicht besonders viel. Das wird für dieses Konstrukt hier nicht reichen. An den Leichen der Astartes konntet ihr übrigens jeweils 2 Melterbomben finden. Wir haben auch noch die Plasmabombe, wenn ich mich nicht täusche. Echt? Ja, die wir aus dem Turm mitgenommen haben. Die Plasmabombe ist aber bei unserem die Dark kleine, Angel. Die Mine, ja. Oh, die haben wir dem Dark Angel gegeben? Ja. Oh. Ja, der fehlt, worum er ist. Und dann versorgen wir uns mit Melterbomben, bitten einen Moment lang den Omnisier um Verzeihung und ab geht's. Gut. Ja, während ihr euch dann sammelt, die Melterbomben aufklaubt von euren gefallenen Brüdern, oder ja, eben nicht den Brüdern, den gefallenen Astartes, wessen Orden sie ja dann auch immer angehören, so gut kennt ihr euch damit nicht aus, könnt ihr einen großen Lichtblitz, einen grünen Lichtblitz erkennen und einige Augenblicke später dann einen gewaltigen Überschallknall von verdrängter Luft. Aus welcher Richtung? Von vorne. Also nicht vom Eingang, sondern aus dem Inneren dieses Komplexes. Da wird gerannt. Was auch immer das war, es kann nicht gut sein. Vorwärts für McCrack. Derweil schlägt Bruder Gabriel auf einem weiteren Transportkreis auf. Während du aufschlägst und deine Sinne sortierst, du merkst wohl, wie deine Servorüstung kurz ausgefallen ist und alles ein bisschen schwerfällig ist. Du kannst auch sehen, wie der andere Dark Angel, Bruder Uriel, neben dir ebenso aufgeschlagen ist und seine Rüstung wohl ebenso jetzt spinnt. Kannst du sehen, wie in diesem Raum um dich herum weitere tote Humanoide liegen? Aber nicht nur 10, das müssen Hunderte sein, die hier ebenso mit geplatzten und explodierten Köpfen rumliegen und vor einiger Zeit sicherlich ebenso geopfert worden sind. Du kannst weitere von dem Mechanikus-Orden erkennen, die hier herumwuseln mit ihren Mechandriten und scannen. Ich warte, bis meine Rüstung wieder vollends einsatzbereit ist und richte mich dann auf, werfe meinen Blick selbst scannend durch den Raum, bis ich dann wieder beim Sergeant ankomme. Da sind wir also.
Wo befinden wir uns hier von unserem eigentlichen Teleportpunkt? Viele Meilen unter der Erde. Viele Meilen unter der Meeresoberfläche. Viele Meilen entfernt von dem eigentlichen Sprungpunkt. Unsere Mechanikos-Priester von Samech konnten tatsächlich den Vektor gut bestimmen. Es erfordert allerdings das ein oder andere Opfer. Für den Imperator. Nehme ich es richtig an? Wir sind die letzten zwei Ordensbrüder, die sich hier unten befinden? Gut, Bruder, du hast eine eingehende Anfrage. Ich werde deine Rüstung mit meinem Diagnosemodul verbinden. Warum? Ich blicke einmal irritiert in deine Richtung. Warum? Damit ich eure Gensaat auf meinem Monitor habe. Selbstverständlich, so wie es sich gehört und so wie es braucht es. Wie der Codex es will. Aber nicht im Kampfeinsatz. Selbstverständlich im Kampfeinsatz. Du kannst meine Gensaat bergen, wenn das vorbei ist. Nicht vorher. Sergeant, oder Bruder, wenn es einem Kampf zu einem tödlichen Schlag kommt, dann muss ich wissen, ob ich direkt handeln muss, ob deine Gensaat oder dein Leben in Gefahr ist, oder ob ich noch die einige Sekunden oder Minuten habe, um einem anderen Bruder zu helfen. Warum das Misstrauen? Du merkst wohl, dass er gerade mit einem Blinzeln seine Augen die Frequenz umgestellt hat. Du kannst hören, dass er etwas sagt, aber wohl nicht zu dir, sondern auf einer anderen Frequenz. Und dann kannst du sehen, wie einer von diesen Mechanikus-Priestern auf seinen Mechandriten an dich heranschwebt. Meister, wir haben etwas herausgefunden. Was ist denn? Folgte uns zu den Sternenalkoven, das müsst ihr sehen. Ich werfe nochmal einen Blick über zum Sergeant und mache mich dann auf den Weg, dem Mechaniker zu folgen. Die Anfrage ist immer noch raus, Sergeant. Ich warte auf Bestätigung. Selbstverständlich. Gleich. Sehen wir uns erstmal an, was der Priester herausgefunden hat. Folgt mir. Lade östlichen Rand der Galaxis. Lade Sternenbewegung. Lade Sternennebel. Lade Fokus. Analyse. Analyse nicht möglich. Lade Hardex-Anemonie. Und dann kannst du erkennen, wie vor dir auf einer merkwürdigen Xenos-Apparatur, vielleicht aus, das muss Adamant sein, und Gold und grüne Glyphen, Kristalle pulsierend, wie sie dort eingelassen sind. Vor dir fächert eine gewaltige Sternenkarte auf, wo du tatsächlich dann den östlichen Rand der Galaxie erkennen kannst. Das Bild ist selbst dir, auch nicht als Tech-Marine, der du ja keiner bist, trotz dessen ist es dir bekannt. Kennst du doch deine Einsatzgebiete. Du kannst allerdings sehen, dass sie kleiner ist. Und wohl einige Dinge fehlen. Du siehst die Jericho-Weite, dort wo du im Einsatz bist. Du suchst etwas, du kannst aber gut den Heimatplaneten der Dark Angel, Caliban, ist darauf nicht verzeichnet. Natürlich nicht. Warum sollte er auch verzeichnet sein? Du suchst ihn aber trotzdem an der Stelle. Existiert nur ein Loch. Du blickst weiter auf diese Karte. Es gibt einzelne Vergrößerungen, unter anderem von der Jericho-Weite. Da fehlen die Charon-Sterne. Es sieht alles jünger aus, würdest du meinen. Berechnung läuft. Analyse. Mechanikos, erklär dich. Warum ist diese Karte unvollständig? Hat irgendwas dein Betriebssystem angegriffen? Analyse abgeschlossen. Codeschlüssel für Siegel möglich. Erklärung. Wir glauben, dass dies eine Karte der Galaxis ist, die viele Millionen Jahre zuvor aufgenommen wurde. Dieses Xenos-Volk ist alt, sehr alt. Millionen zuvor. Also sind das Informationen, die aus dieser Grabstätte hier abgerufen wurden? Korrekt. Du siehst, wie Sergeant Uriel auf eine Stelle im nördlichen Randgebiet herantritt und deutet auf eine Stelle.
Das hier ist Caliban. Wird Caliban drauf angezeigt oder ist das auch einer? Nee. Da ist nur leer. Dann geht er mit seinem Finger weiter und deutet dann auf eine Stelle. Das hier ist Cardia. Was fällt dir auf? So müsste es zumindest sein, nicht wahr? Aber die fehlen. Nun, Cardia fehlt nicht, aber etwas anderes fehlt. Und plötzlich fällt es ihr auf. Ja, na klar. Dafür brauchst du kein geheimes Wissen, das Auge des Schreckens. Diese Karte kann nicht sehr präzise oder nicht sehr genau sein. An der Stelle, wo das Auge des Schreckens fehlt, sind nur viele, viele Sterne. Ziemlich dicht beieinander. Das. Wie ist das möglich? Erklärung. Erklärung. Analysen zeigen, diese Karte muss 6,0 Millionen Jahre alt sein. Rechnung. Ungenau. Fehlerquadrant 30%. Das heißt, das Auge muss sich erst in den letzten Millionen Jahren gebildet haben. Und während du mit dem Mechanikuspriester und auch deinem Bruder sprichst, kannst du hören, wie etwas aus einem anderen Gang auf dich zukommt. Schritte. Servus. Ja, ich werfe einen Blick zum Sergeant, ob er das erwarten scheint. Er greift an seinen Bolter und hält grob in Richtung der Stelle. Und dann kannst du sehen, wie dort drei schwarze Gestalten auftauchen. Arminius, Tordal, Octavius, vor euch öffnet sich ein weiterer Gang. Ihr habt viele weitere von diesen merkwürdigen Skarabäen erkannt, die allerdings wieder nur Handteller groß waren. Viele weitere Tote. Das Blut, was wohl an den Wänden und überall klebt, durch verschiedene Gänge, seid ihr in Richtung eines Surrens gegangen. Und dann könnt ihr in einem gewaltigen Kreis auftauchen, ein Teleportarium von gewaltigen Ausmaßen, viele tote Menschen mit verdrehten Gliedern, mit explodierten Köpfen, könnt ihr erkennen. Viele Mechanikus-Priester, die ihr sehen könnt, mit dunklen Mechandriten und irgendwelchen Spritzen, die daraus hervorstechen. Und dann könnt ihr darüber aufgefächert eine große Sternkarte erkennen. Der Dark Angel, Bruder Gabriel, steht dort und unterhält sich mit einem weiteren Dark Angel, der allerdings in grün gewandert ist. Wir bemerken, dass es Gabriel ist, ja? Also er taucht auch irgendwie schwarz und sein Rüstungsteil auf der einen Seite ist silber. Ja, also, okay, das ist schon mal wichtig, aber irgendwie unsere Helmoptik erkennt ihn auch als Gabriel. Die Helmoptik ja, aber eure Servo oder eure Rüstung generell funktioniert nicht mehr so herausragend, wie das wohl vor ein paar Stunden noch der Fall war. Okay, denn zumindest Arminius kommt mit gezogener Boltpistole um die Ecke und legt erstmal instinktiv auf den Dark Angel an und ist kurz davor abzudrücken, bis er dann irgendwie dann im hinteren Teil seines Kopfes registriert, dass da Gabriel steht und langsam den Abzugfinger wieder entspannt. Und drei, viermal versucht, irgendwie sein Vox-Gerät ans Laufen zu bringen. Und dann entnervt den Helm abnimmt. Brüder, dieses Gefecht ist hier und jetzt nicht notwendig. Aber es ist eine Freude, euch hier wiederzusehen. Gabriel! Unsere Verbindung ist abgebrochen. Irgendwas scheint diese zu stören. Was geht hier vor sich? Wer sind diese? Alles bei Zeiten. Ich melde erst einmal, dass der Inquisitor sicher auf dem Weg Richtung Orbit war, zumindest als ich ihn zuletzt gesehen habe. Genauso wie der Thunderbird. Er sollte sich jetzt auf dem inquisitorischen Schiff mittlerweile zurechtmachen und auf der Krankenstation eingeliefert werden. Gut. Wie seid ihr hier hinabgekommen? Und ich frage noch einmal, wer sind diese Mechaniker? Nun, über den genauen Ursprung des Mechaniker hier kann ich euch nicht sagen, aber sicherlich der Sergeant Uriel hier, ein Ordensbruder meinerseits. Ja, seine Funkverbindung kam zu mir durch und ich habe mich auf den Weg zu ihm gemacht, um Informationen auszutauschen. Wir haben wohl eine mögliche Brücke zu dem Transportkreis hier unten in der Krypta errichten können. Dementsprechend sind wir hier. Sergeant,
das ist das Skill Squad. Angeführt vom Bruder Arminius von den Blood Angels. Der Xenos-Jäger. Der baut sich auch gerade vor diesem Sergeant Urel auf. Seid ihr euch da sicher, dass es ein Bruder ist? Ihr habt das U-Boot genommen, oder? Befreit. Er nickt, drückt dann wieder an seinem Helm herum und nimmt ihn dann ab. Ihr könnt die gleichen Visagen an ihm erkennen, wie auch zuvor an den anderen Gefallenen. Völlig haarlos, klein. Er sieht nicht unbedingt aus wie ein normaler Dark Angel Ritter. Oh, Arminius hatte gerade beim Herantreten die Boltpistole wieder weggestellt, aber er zieht sie jetzt und hält sie ihm ins Gesicht. Hört mir gut zu, loyale Söhne. Hier steht mehr auf dem Spiel als das Schicksal dieser einen Welt, sondern das Schicksal der gesamten Menschheit.